Wow, und die sind ja süß. Ja. Hoodies hier. Oh, guck mal, passt mir fast. Fast. Da wächst du noch rein. Sehr schön. We are blessed to have the possessed. Vielen Dank fürs Vorbeikommen an Powerwolf, Attila und Falk Maria. Dankeschön. Vielen Dankeschön. Wie war denn eure bisherige Festivalsaison und ganz speziell natürlich heute der Wacken-Auftritt? Also ich muss natürlich sagen, dass die Festivalsaison noch gar nicht rum ist, aber was wir noch spielen werden, hat es verdammt schwer, irgendwie an das ranzukommen, was ich heute erlebt habe. Ich komme quasi direkt, oder wir kommen direkt von der Bühne. Ich habe noch Schminke hier überall und auch im Haar. Und ich muss sagen, es würde mich natürlich freuen, wenn wir uns auf anderen Festivals nochmal sehen. Ich weiß nicht, wer da nochmal irgendwie am Start ist, aber heute war grandios, Freunde. Das war echt der Hammer. Ihr habt ja eine sehr schöne Dreier-DVD-Box rausgebracht mit drei verschiedenen Konzerten. War das vielleicht zu früh? Hätte es eine Vierer-Box werden müssen mit heute noch dazu? Naja gut, man muss sich irgendwann dazu entscheiden, was man halt aufnimmt und was man veröffentlicht. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich wäre froh gewesen, ich hätte heute das irgendwie nochmal aufzeichnen können. Es wurde irgendwie auf Magenta live übertragen. Nichtsdestotrotz genieße ich jetzt gerade einfach diesen Moment und dann ist es halt mal nicht aufgenommen. Ja. Fertig ab. Ihr wart aber dabei und das ist ja was Besonderes. Genau. Und ich glaube auch nicht, dass das unser letztes Wacken war und beim nächsten Mal zeichnen wir alles auf. Dann wird das noch geiler. Aber muss ich doch sagen, Wacken ist doch eine Reise wert, oder? Egal bei welchem Wetter, oder? Schlammresistent, man muss nur die richtigen Schuhe tragen, ne? Ich habe mir extra gelbe gekauft, damit man es besser sieht. damit man dich besser sieht. Attila ist wirklich leicht zu übersehen. Ja. Das letzte Mal, als wir uns getroffen haben, war, glaube ich, bei Sabaton. Da war die letzte Scheibe gerade raus. Ja. Das ist jetzt ziemlich genau 2 Jahre her. Und ihr habt ja meist so einen 2-Jahres-Rhythmus. Jetzt kam die Live-Scheibe, aber eigentlich müsste doch bald was Neues kommen, oder? Das sagst du sehr richtig. Also wir sind gerade im Songwriting, also wir sind mittendrin. Haben es fürs Wacken unterbrochen natürlich. Nein, aber wir sind mittendrin, die neue Platte zu schreiben und werden Ende des Jahres ins Studio gehen. Wir wollen auch so bleiben, wie wir sind. Ja? Und dann stelle ich mir immer vor, wie ist das, wenn ich das live singe. Und wenn mir das selber gefällt, live, und ich kann mir vorstellen, wie das hier klingen würde, dann ist es cool. Dann schafft es auf die Platte. Ja, dann schafft es das auf die Platte. Das ist manchmal im Songwriting auch etwas hart, wenn ich eine Idee zum Beispiel mitbringe und es heißt, Falk, würdest du das live spielen? Und wenn ich dann selber schmunzeln muss und muss sagen, ich glaube nicht, dass ich das live spielen würde, obwohl die Melodie mir so gut gefällt, dann ist es kein Song für Powerwolf. Und wenn wir dann einen Moment haben, dass wir das Gefühl haben, das würde ich am liebsten direkt live spielen, dann denke ich, ist es der Song. Auf jeden Fall, und dann mache ich mir immer ein Bier auf. Die Jungs sind da viel braver als ich. Ja, ich muss Auto fahren dann. Ich kann nicht trinken. Egal. Wir haben ja heute unsere Freunde und Kollegen von den Metal Kids hier. Ja. Und die haben auch wunderschöne Powerwolf Kindershirts. Wow, und die sind ja süß. Und Hoodies hier. Oh, guck mal. Passt mir fast. Fast. Da wächst du noch rein. Sehr schön. Ja. Freunde, ich war auch mal so klein, ne? Sollte man nicht meinen, aber ja. Habt ihr denn selber auch Kinder, für die die Verwendung da wäre? Also meine Tochter ist völlig ausgestattet mit allem von Metal Kids. Die ist 5, war jetzt bei einigen Konzerten schon dabei. Wenn der Papa da rumspringt. Oh, Papa! Und sie war beim letzten Konzert voll eingekleidet mit dem Ganzen, was dazugehört. Und das ist auch ein Moment für mich auf der Bühne, der macht mich auch ein bisschen stolz, das muss ich schon sagen. Und ich gebe mir Mühe, Freunde, ich verspreche es euch, ich gebe mir Mühe, dass meine Tochter auch Metal-addict und süchtig bleibt. Aber es ist also, nicht einfach. Und ich habe da große Hoffnung, aber manchmal schlagen die Kinder aus der Art. Und dem versuche ich entgegenzuwirken. Also wenn jemand in der Pubertät rebellieren will, dann hört ihr am besten Schlager oder Techno oder was? Ich hab mal eine interessante Studie gelesen. Wenn die Eltern Volksmusik hören oder Musik, die eigentlich nicht so unserem Gusto entspricht,
und dann rebelliert das Kind. Und hast du große Chancen, dass man dann zum Metal kommt. Deshalb hörst du zu Hause immer Volksmusik. Ja, meine Eltern haben Volksmusik gehört. Also ich bin ein gutes Beispiel dafür. Aber ich kann nicht. Ich kann meiner Tochter unmöglich Volksmusik vorleben. Ich lebe hier Powerwolf. Mach doch mal, schöne Tracht anziehen und sagen. Oh, du schöner Hochwald, ja. Humpa, 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 tätere. Tätere.